Also, das sind die Münzen oder Medaillen. Auf dieser steht drauf Schloss Neuschwanstein, das Märchenschloss. Rückseite, die Vorderseite, Ludwig der Zweite, König von Bayern 1845 bis 1886. Jawohl. Das war die erste, da steht drauf Et Patria Pro Gloria. Friedrich der Zweite, der Große. Entweder ist es Kupfer oder Bronze. Kupfer oder Bronze. Dasselbe mit dem da, mit dem Märchenprinz. Vielleicht ist Bronze oder Kupfer. Vielleicht auch Messing. Das da ist Deutschland. Freiheit und Recht und Freiheit. Silber und Rückseite, Vorderseite auch Silber. 5 Jahre Deutsche Einheit, 3.10.95. Könnte Silber sein und die Umrandung Bronze oder Messing in einer Plastikhülle eingeschweißt. Ja, dann haben wir hier Kanzler der Deutschen Einheit, ja, der Kohl, der Kopf, entweder in Bronze oder Messing oder Kupfer, Untergrund in Silber, mit der Inschrift Kanzler der Deutschen Einheit 1982, 1998 und Händen. Auch vielleicht in Silber, Deutschland, Deutsche Einheit, Silber und auch in Plastik verschweißt. Ja, also Nummer 4. Nummer 4, Nummer 5. Das ist eine große Medaille oder Münze. Ja, man sieht sie hier. Steht drauf 200 Jahre Brandenburger Tor 1791 bis 1991. Das könnte vielleicht Silber sein, aber ich weiß es nicht. Und hinter der deutsche Adler, Einheit und Recht und Freiheit 1991, Deutschland. Diese Münzen oder Medaillen haben keinen einzigen Kratzer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich die sechste? Ah, hier habe ich die sechs. Das ist eine 5 D-Mark. Eine 5 D-Mark. Das ist aber keine Medaille, weil das ist eine Münze. Früher war es eine richtige Währung. Adler vorne. Der Adler. Und hinter die 5. Mit das übliche Bundesrepublik Deutschland. 1951. Diese Münze ist also, wie gesagt, 59 Jahre alt. Und Umrandung. Umrandung, Einigkeit und Recht und Freiheit. E, ja gut, Einigkeit. So, das sind die Nummer, das sind 6 Münzen. Et voilà.